Hi und ein weiteres Mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shadow of the Colossus. Also diese Vögel hier sehen sehr komisch aus. Ach so, nee, ich sehe die, ich habe die nur falsch interpretiert. Ich habe deren Flügel, die sie abspreizen, wie Köpfe mit sehr dünnen, komischen Schnäbeln gesehen. Ist nicht so wichtig. Wir reiten jetzt weg von diesen komischen, unheimlichen Vögeln. Wir reiten da lang. Ah, okay. Diesmal mal wieder ganz woanders hin. Los geht's. Diesmal nichts mit über die Brücke reiten und dahinter in irgendwelche Wüsten und Wälder. Wobei das, wo wir jetzt hinreiten, schon auch sehr wäldermäßig ansieht. Wenn diese Lichtsäulen, sind das die Besiegten, diese Lichtsäulen, oder die noch zu Besiegenden? Vielleicht wahrscheinlich noch die zu Besiegenden, oder? Nein, ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, das sind eher die Besiegten. Aber das wäre schon verdächtig nah an dem, wo wir jetzt hin müssen. Wie auch immer. Wir reiten jetzt auf jeden Fall mal wahrscheinlich da vorne in diese Schlucht, schätze ich mal, oder? Ja, ich denke schon. Dann los. Ich warte immer noch auf einen Koloss mit kleinen Insekten im Fell, die man mit dem Schwert bekämpfen muss. Aber bis jetzt nichts dergleichen. Ah, okay. Dann reiten wir wohl doch nicht hier lang. Außer hier ist irgendwo hinter dem Baum irgendwas. Hallo? Ist hier ein irgendwas? Nicht so wirklich, oder? Na dann. Reiten wir ganz woanders hin. Dann reite ich mal einmal um den Wald hier rum oder so. Keine Ahnung. Da, ist das ein Weg oder ist das eine Schlucht? Das ist beides. Vereint. Könnte stimmen. Wieder in dem Wald. Na gut. Oh, das erinnert mich an den Waldmond Endor hier. Die Wälder sehen leider alle gleich aus. Waren wir jetzt hier schon? Wenn gleich Sumpf draus wird, waren wir hier schon. Aber das muss nichts bedeuten. Vielleicht sind wir beim letzten Mal woanders abgebogen. Reite ins Licht, Agro. Reite ins Licht. Moment mal. Naja, aber Schwert sagt ja. Ah, okay, ne, hier waren wir wirklich, glaube ich, noch nicht. Aber jetzt mal ehrlich. Was denn jetzt? Wie geht's denn hier jetzt weiter? Muss ich da runter? Oh, ich habe nicht mehr genug Sonne. Das sieht gut aus. Na komm. Ja, schon irgendwie ich runter ich. Aber jetzt, wenn ich da jetzt runterspringe, dann sind wir ziemlich sicher tot. Na, warte mal, hier sind sogar tatsächlich so eine Art Stufen. Ich glaube, da können wir runterklettern. Na komm, kletter! Kletter. Oh, das ist nicht Klettern, was du da machst. Das ist Selbstmord. Zum Glück ist er in den Busch gefallen. Alles ist gut. Da unten ist auch Wasser. Da könnten wir vielleicht sogar einfach reinplatschen. Ich nehme trotzdem die Treppe hier lieber. Die mehr oder weniger Treppe. Ah ja, gut, dass ich nicht gesprungen bin. Das wäre schmerzhaft geworden. Der Sumpf ist nicht besonders tief. So, und was jetzt? Bin ich hier noch einigermaßen richtig? Ja, ohne Sonne. Keine Wonne. Ah. Hier ist aber nirgends Sonne, verdammt.
Doch, also das führt definitiv hier in den Sumpf, oder? Naja, oder außen drum, man weiß es wieder nicht. Mal schauen, ob wir hier irgendwo eine Höhle finden oder so. Ich weiß auch nicht, ob Sumpf hier der richtige Ausdruck ist. Vielleicht ist das eher Schwemmland oder so. Vielleicht ist es einfach nur eine überwässerte Wiese. Wer weiß? Überwässerte Wiesen. Wer weiß, wer weiß? Überwässerte Wiesen, wer weiß, wer weiß. Ha. Es ist mir ein Rätsel, was hier los ist. Warte mal, ist da vorne eine Höhle? Nein, leider nicht. Schade, hätte ja sein können. Hat so ausgesehen ein bisschen. Agro, was machen wir denn jetzt hier? Irgendwie sind wir hier nicht richtig, glaube ich. Reiten wir mal nochmal in die Richtung, wo es leuchtet. Aus dem Sumpf raus, oben rum, über die Hügel. Keine Ahnung. Los geht's. Weil er halt auch so tief in den Sumpf reinleuchtet, unser Leuchtapparat. Nein, wir müssen da nicht hin. Ich glaube, wir sind schon einigermaßen richtig, oder? Ja, definitiv. Wir müssen nicht mehr da hoch. Das wäre komisch. Irgendwas ist hier in dem Sumpf, glaube ich. Naja, es könnte aber auch wirklich... Aber wie kommen wir da hoch? Okay, von mir aus. Ich reite mal kurz da hoch in die Höhle. Aber wir schauen nur kurz, wenn ich nicht das Gefühl habe, das führt uns auf ein Plateau über den Sumpf, dann sind wir gleich wieder draußen. Ja, okay, das könnte schon sein. What? Das ist über dem Sumpf? Eine Wüste? Der Sumpf muss nämlich irgendwo hier sein. Ja gut, aber es scheint richtig. Es scheint irgendwie richtig. Auch wenn ich es echt ein bisschen komisch finde. Aber gut, los geht's. Wüstengegner. Wahrscheinlich hier. Nein? Na gut. Doch, es ist hier. Ja, ich muss wahrscheinlich absteigen. Dann kommt der Sandwurm. Es ist bestimmt ein Sandwurm. Ach so, aber wir hatten schon einen Sandwurm in der Höhle. Na, das war eher ein Hai. Ah ja. Okay, der ist groß. So ein riesen Leviathan-Ding. Wow. Mit ekligen Eitersäcken. Eiersäcken, Luftsäcken, Gassäcken. Säcken halt. Wahrscheinlich müssen wir die zum Platzen bringen und dann stürzt er ab, weil mit Gas fliegt. Das hat ihm zumindest wehgetan. Er verliert Luft. Nein, das ist Blut. Oh, aber die werden wirklich schwarz und klein. Das ist echt eklig und gemein, was wir da machen. Ich weiß nicht genau, was wir da machen. Aber es ist eklig und gemein. Ist ja schon gut. Ist immer witzig, weil ich bin dafür verantwortlich, dass er so oft Agro schreit. Und dann beschwere ich mich über ihn. So macht man das. Als guter Chef. Okay. Nein, waren das keine Treffer? Das waren Treffer, okay. Das sieht gut aus. Komm. Moment, haben wir schon alle getroffen? Sind die wieder aufgepumpt oder so? Ich glaube, wir haben alle getroffen, oder? Oh ja, er ist auch schon... Oh nein, das wollte ich nicht. Er fliegt schon sehr niedrig jetzt. Niedlich, wollte ich fast sagen. Er fliegt jetzt schon ziemlich niedlich.
Wenn wir jetzt vielleicht auf seinen Flügel hinreiten und im richtigen Moment draufspringen. Hier, guck, seine vorderen Flügel benutzt er jetzt irgendwie wie Segel. Wie Ski, meine ich, nicht wie Segel. Vorher hat er sie eher wie Segel benutzt. Come on. Oh, der ist zu schnell für uns. Ah, Mist. Okay. Yeah, das war gut. Okay, jetzt wird's knifflig. Oh, ich bin mir nicht sicher, wie wir das machen. Wow, wow, er traut sich. Okay, jetzt brauchen wir ein Schwert. Hier haben wir eine Schwachstelle. Oh, die Schwachstelle ist verschwunden. Okay. Wow, der will uns abwerfen. Gut festhalten. Nicht abschütteln lassen. Mal schauen, ob da vorne auch noch eins ist. Nein, falsche Richtung. Verdammt. Dann nach hinten. Nein, hier auch nichts. Naja, ich gebe nicht auf. Oh oh. Gut, lasse ich jetzt im Boden ein? Ja, ich glaube schon. Oh, das ist ja gemein. Das ist die super effektive Parasitenkur. So wird er mich los. Und wo ist er jetzt? Meine Monster-Anvisier... Oder ganz hinten, oder? Nein. Aber meine Monster-Anvisier-Kamera sagt, er ist irgendwo in der Richtung. Hm. Ah, da kommt er. Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ah, Mist. Ich dachte, wir könnten uns vielleicht festhalten. Aber es geht, glaube ich, gar nicht. Der haut uns einfach weg. Ich glaube, wir müssen wieder die Luftsackprozedur durchführen. Ach, schade, das wäre so gut gewesen. Ich wäre schon voll an ihm dran gewesen. Und jetzt kann er das Supermeisterschuss. Huah! Wenn man den Bogen voll spannt, fliegen die Pfeile echt in einer absolut geraden Linie, habe ich das Gefühl. Nur eben langsam. Aber dann haben die kaum Höhenverlust. Aber ich schätze mal, die haben irgendwie eine Maximalreichweite, denke ich. Da er jetzt so nah an der Felswand ist, muss er gleich umdrehen. Dann kommt er zurück. Oder auch nicht. Ja, er kommt direkt auf uns zu. Das war ein Treffer. Nein, die Pfeile fliegen deutlich länger, als ich dachte. Aber der war gut. Verdammt, da bin ich wohl einfach zu weit weg, denke ich. Aber jetzt. Jetzt kommt er. Die sind so anmutig. Die sind entweder anmutig oder niedlich, die Viecher. Ah, ich bin echt so ein Arsch. Aber ich meine, unser Charakter will eben seine tote Freundin retten und so. Es ist ja auch so, dass man, ne, das, was er tut, ist furchtbar und falsch. Und jeder, der das Spiel spielt, weiß es sofort. Aber man hat auch irgendwie Mitgefühl. Man versteht, warum er das macht. Okay, da ich vorne auf seine Flügel aufsteigen muss, gehe ich davon aus, dass ich wirklich nach hinten auf seinen Körper muss für seine neue Schwachstelle. Komm schon. Ah, okay. Beim letzten Mal bin ich zwar höher gekommen, aber macht nichts.
kriegen wir schon hin. Oh, jetzt ist aber... ich habe hier gerade gar keinen Grip. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Spring! Yeah. Wow. Shit. Es ist so cool, ey. Es ist so cool, dieses Spiel. Es ist einfach unfassbar. Einfach diese Titanen. Ah, jetzt hat er hier doch eine Schwachstelle. Diese Kolosse sind einfach so cool, alle zusammen. Ah, Mist, das war wieder ein Stich zu viel. Okay, weiter nach hinten. Komm schon, bevor er sich wieder einbuddelt. Aber ich befürchte, er buddelt sich nochmal ein. Ich befürchte, da kommt jetzt noch eine dritte Runde. Und dann müssen wir nochmal dahinter das kaputt stechen. Ich schätze, das sind drei Phasengegner. Ah, da wäre aber sein... Ah, er macht zu, er macht zu! Ah! Er macht sein Paddel zu. Das bedeutet, dass er jetzt abtaucht wahrscheinlich. Recht hat er. Dafür muss ich im richtigen Moment abspringen. Okay, Kamera führt uns. Agro und Kamera führen uns dahin, wo er gleich rauskommen wird. Und ich werde nochmal versuchen, auf ihn drauf zu springen. Auch wenn ich glaube, es geht gar nicht. Aber es wäre halt super cool. Es wäre so cool. Kommt er gerade schon irgendwo raus? Meine Kamera zeigt tief in den Boden, aber ich lasse mal die Monsterkamera los. Ich sehe ihn tatsächlich nirgends. Dann muss er aber direkt unter uns sein. Ah ja. Halt dich doch fest in seinem Fell. Es wäre doch alles wunderbar. Ach, wenn er sich nur festhalten würde. Es wäre so cool. Aber es geht anscheinend leider wirklich einfach nicht. Ach, ich hätte lieber gleich mit dem Boden beim Raus. Das wäre wahrscheinlich gegangen. Gleich beim Rauskommen auf seine Säcke schießen. Das hätte ich lieber machen sollen. Wow, 2 auf 1 Streich. Wie cool ist denn das eigentlich? Das Aufsteigen aufs Pferd ist die gleiche Taste wie das Pferd rufen. Deswegen dauern diese Agro-Rufe, wenn ich in den Sattel steigen will. Weil ich auf die Taste hämmere natürlich. Wie sonst noch was. Aber es ist echt, das ist wieder so ein Gegner, der sich nicht mal wehrt eigentlich. Es ist echt schlimm. Es ist so schlimm. Gegen die Aggressiven fällt es mir ein bisschen leichter zu kämpfen. Aber der tut wirklich gar nichts. Der will hier einfach nur gemütlich seine Runden drehen. Oh, zu früh, zu früh. Ah, zu früh gefreut. Ich dachte schon, wir könnten jetzt hier super hoch schon auf ihn aufspringen, weil er gerade so tief war. Naja, nochmal. Moment, taucht er jetzt wieder in den Sand? Jetzt schon? Nein, der kommt wieder raus. Aber jetzt wäre vielleicht die Zeit für mich hier irgendwie... Habt ihr das gesehen? Mein Pferd ist gerade vom Himmel gefallen. Cool. Okay. Ich glaube, das war auf ihm drauf. Finde ich sehr lustig. Yeah.
He's not amused. Oh, er bläst seine Flugsäcke wieder auf. Fliegen wir jetzt? In den Himmel! Nein, nicht in den Sand tauchen, okay? Das wäre jetzt echt gemein, weil ich weiß nicht, wie ich mich da verhalten soll. Eleganter, leicht ekliger Superflugkäferwurm. Leider muss ich auf dich umbringen. Wir sind... Wer ist hier das wahre Monster? Wir. Das hat doch niemand behauptet, dass die Kolosse Monster sind. Eher Götter, oder? Zumindest so die irdischen Verkörperungen von Götter oder so. Wer weiß. Nein! Irgendwann entkomme ich den schwarzen Dingern und dann ist das Spiel kaputt. Aber nicht heute. Nicht heute. Da waren es nur noch drei. Einem Wächter der verlorenen Stadt, die nach Zerstörung gelüstet. Das klingt gefährlich. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis morgen. Ciao.